Kurz noch einen Blick aufs Blutnetz, ob ich da irgendwas machen kann gerade. Tatsächlich ja. Tatsächlich, ja. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob du schon mal DBD an einem Montag gespielt hast. Montags sind es immer die komischsten Runden, also wortwörtlich die seltsamsten DBD-Runden. Ich weiß Ja. nicht was, die sind alle gefrustet und untervögelt vom Wochenende. Es kann nicht werden. Weil man kennt es ja, ne? Na ja, aus jedem Spiel, das online irgendwie mit einer Partie stattfindet, ist Montag halt die Hölle. Wir wollen heute ausrasten. Du darfst schimpfen auch. Und Schimpfwörter benutzen. Wunderbar. Ja. Hör mal, Audio auf 20%. Solange es nicht rassistisch, homophob oder sowas ist, ist alles okay. Du kannst die Mates Na. halt als Ficker und keine Ahnung was beleidigen. Das ist cool. Das geht da. So. Wie geht's dir? Ich fühle mich schon wieder besser. Regen, hier sind es 24 Grad. Und morgen 26. Am Arsch, Alter. Sorry Übrigens dafür. auch Hallo an den Chat. Dann freut mir, ja. Soll ich eigentlich alle Blutpunkte, die ich habe, verpulvern? Weil ich habe echt Musst du viele. nicht. Also, du kannst, glaube ich, eh bloß bis zu einer Mille sammeln. Nur bis zu einer Million geht's und danach kannst du eh keine mehr sammeln. Du kannst sie halt verfeuern, wie du willst. Also, das ist schon wurscht. Ich habe halt im Moment 150.000 Blutpunkte noch. Wie, bei den Punkten ist es halt so, ich guck, also ich habe am Anfang immer geguckt, so, oh, was kann ich gebrauchen von den Sachen und hab's halt manuell gemacht, aber seit es dieses automatische Kauf geht, mache ich es halt die ganze Zeit, weil mir das eh wurscht ist. Weil ich spiele eh immer nur, egal welchen Survival, ich habe immer nur mit Kiste und fertig. Ich bin froh, wenn ich eine Kiste habe in einem Ding drin, weil alles andere ist für mich persönlich eine Wumpe. Kannst auch komplett nackig spielen mit dem, nur mit Talenten. Ja, ich denke, das ist für den Casual-Spieler wahrscheinlich auch egal, ne? Das ist halt hier wirklich nur, es kommt auf Glück an, auf Timing. Und das Ding ist ja bei DBD, die ersten Minuten entscheidet eigentlich quasi der Killer, ob die Runde was wird oder nicht wird, weil. Wenn der gut ist, gut spawnt oder zum Beispiel halt die be gute Talente drin hat und einen Killer, der nicht so oft gespielt wird, wo man nicht weiß, wie man gegen den spielt, dann hat er leichtes Spiel, dann ist die Runde in 5 Minuten vorbei. So. Das ist halt, ich weiß nicht, ob man das mit dem Shooter vergleichen kann, aber wenn du ein Gegnerteam hast, was gefühlt OP-Waffen hat und den besten Spot zum Abdrücken, und du halt irgendwo tiefer gelegen in der Luke bist, gut sichtbar für jeden, dann na, ist halt auch klar, welches Team gewinnt. So ungefähr ist es hier. Nur hier hat man halt den Vor- und Nachteil. Du hast halt entweder Randoms mit drin, 2 Stück, so wie wir, die entweder nichts können oder mehr können und dich dann liegen lassen, weil wegen die geben einen Fick drauf, was halt zu 90% ist. Also Ja. er ist voller Blut und Co. Er kann was wahrscheinlich, wenn er möchte. Ich weiß es nicht. Das ist immer Ja, unterschiedlich. ganz einfach. Ich habe einen Weg bis zu so einem roten Schrank, Tür auf, rein. Ja, du bist ein Schrankkämpfer. Also, du bist unser Schrankmädchen. Du bist die heulende Myrde in dem Spiel, nur mit Schränken. Ich Ich habe einfach kann. Schrankdienst. Der Schrankdienst. Oh, Schließfachdienst in der Schule. Oh Gott. Aber wenn du zu lange in dem Schrank hockst, dann hast du Kräner, weißt du, Killer, wo du bist, und dann holt er dich. Ach, ich dachte, das wären die AFK-Krähen. Das zählt als AFK, weil du bewegst dich ja in dem Moment die ganze Zeit nicht, wenn du im Schrank sitzt. Wird man dann automatisch rausgeschmissen, wenn man aus der Lobby oder? Nein, du wirst nicht automatisch rausgeschmissen, du hast die ganze Zeit die Kräne und irgendwann findet dich der Killer und du kriegst halt keine Punkte. Hm, ja gut. Ja. Macht schon Sinn. So. Die beste Map am Anfang gleich. Ich bin direkt hinter dir übrigens an dem Generator. Ja, dann lauf. Wir haben Oh, Legion.
Nein, 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 oh nee. Nein. Nein. Oh, du Arsch. Wie geil war das denn? Hast du ihn abgehangen? Nein. Er hat mich gebodyblockt. Aber wir hatten kurzen Spaß. Er ist mir sympathisch, auch wenn es der Killer ist. Scheiße. Oh nee! Gleich vom Haken. Och fuck. Ich war einfach, ja. Häng mich doch ab, du Hurensohn! Entschuldigung. Der ist hier wieder irgendwo in der Nähe, ne? Alter, was ist das für ein Pümmel? Hat er dich wieder? Nee, aber der Mage hat hier gemeint. Ja, natürlich. Da, jetzt stirbt mal bitte einer von den scheiß Randoms. Lauf, geh mir aus dem Weg, du blöde Kuh. Jawoll! Die Randoms eiern ja auch nur auf der Map rum. Boah. Kann der mich mal in Ruhe lassen? Kann der mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen? Tunneln sie mich? Sie tunneln mich. Oh, da, da. Ist der noch bei dir, Schlangenmonitor? Ja. Oh nee. Oh, der wollte mich tot haben. Naja. Erste Runde, beste Runde. Zuerst fickt mich dieser scheiß alte Knacker ab mit 100 Mal, ich häng die ab, ich häng die nicht ab. Dann läuft mir er hier die ganze Zeit hinterher. Ich kündige. Bist denn du? Ich hänge am Haken oben. Zweite Etage. Vergiss es. Lass mich sterben. Macht keinen Sinn mehr. Ich habe keine Ahnung, wo das Treppenhaus ist. Es ist sowas von gut. Da ist eh bei mir. Er will, dass ich tot bin. Also lass es. Mach's einfach die Jen. Der will, dass ich sterbe. Der bleibt bei mir. Naja, vielleicht lässt er euch alle dafür leben. Vielleicht wollt ihr nur das Objekt der Begierde. Es war nämlich ich gerade wieder. Oh, scheiße. Ja, jetzt bin ich tot. Nach dem Motto, oh, die Schlinker, die kenne ich, die töte ich mal. Der sieht ja die Namen nicht von uns. Glaube ich. Nee, der kann ihn noch nicht sehen. Glaube ich, weiß ich nicht. Ja, das war ein Quickie. Das ist so viel dazu zu meiner Belehrung vorher. Der Killer entscheidet, wer. Ja. Deluxe. Das kann ja nur ein Deutscher sein. Schauen wir mal dir zu, was du machst. So, jetzt guck mal dir zu. Ah, ja. Ja. Ja, da ist kein Jen. Ich hab's gerade gemerkt. Ja. Ja. Ist Nein, hier einer? da ist keiner. Hier irgendwo. Oben, ja, im Gang. Nee, halt, du bist schon ganz oben. Dann hier in dem Gang Ihr irgendwo. Fotzen! Heute schon gelacht, oder was? Ja, wir haben halbjähriges Jolly 1 Ehehe. Danke für 6 Monate! Danke! Danke! Ich höre den. Dankeschön. Der Ach, hat dich verdammt. gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Aber du hast ihn enttarnt. Danke, danke. Halbjähriges. Ich hab keine Tröte. Ja, klasse.
Da wurden sie genagelt. Da, 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 da. Der Killer ist einfach zu gut auf der Map. Wie sieht's aus bei dir? Wieder fit? Ja, fast ganz. Ich habe nur einen extremen Mangel an Vitamin und Mineralstoffen und Co. Muss ich langsam auffüllen, aber ansonsten geht's. Es geht wieder. Ich habe heute auch ein bisschen mein Setup umgestellt, aus dem Hintergrund. Tschüss wieder, Herr Legion. Sie sollten Ihre Pizza doch bezahlen und nicht den Boten aufhängen. Es ist halt... Ich weiß nicht, die Runde ist zum Scheitern gewesen, aber wir wissen das nächste Mal Bescheid. Schau mal an, da kommt extra einer zu mir. Ja. Lauf! Du läufst in seine Arme. Glaube ich. Warte, ich versuch zu hören. Und da wäre der Ausgang. Wenn ihr alle Gens hättet. Ihr habt aber noch keinen einzigen. Das ist irgendwie sinnlos. Jetzt geht's quasi nur noch darum, wer von euch zuerst stirbt. Okay, du stirbst zuerst. Die Musik von den Killern ist immer zu laut. Oh, GG! Oh, der kommt da vorne wieder raus. Oder? Nee, doch nicht. Oh, wie krass. Okay. Oh, der, ich glaube, der hätte dich sogar nicht gesehen. Oh, wie knapp. Wie gut. Wie gut. Verdammt. In Pommes sind ganz viele Vitamine. Ja, 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 ja. Ja, ja, glaube ich auch. Oh, da kann ich Elotrans empfehlen für Mineralstoffe. Hilft nach dem Saufen gegen die Karte. Nee, 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 nee. Ich hab ja wegen Magen-Darm und so. Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen. Ja, wir haben ja auch... ich weiß, jetzt hört man gerade kein Spiel sagen, das ist immer so. Wir haben ja auch ein Tittenfritte-Emote. Aber das ist ein Bitty-Abzeichen. Also nur bei einer gewissen Anzahl von Bits kann man das Pommes-Emote nutzen. Ja... Ich wollte ja die Tittenfritte, die habe ich ja selber gemalt und designt, also ist wirklich komplett meins, wollte ich eigentlich als Kissen haben, ne? Aber ich habe niemanden gefunden, der mir so einen Prototypen oder sowas davon macht, einfach mal um zu gucken, ob das eigentlich eine geile Idee wäre, aber keinen gefunden. Und ich selber weiß nicht, ob ich mich sowas traue, sowas zu probieren. Ist sie jetzt auch hochgelaufen? Ja. Die stirbt da oben, glaube ich. Nee. Geh raus und geh nach ganz unten. Dann lauf nach ganz... Nee, das ist der Keller. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Okay. Geh hoch. Okay, such die Luke. Dann, sobald sie tot ist. Die hing noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Sie hat sich halt auch die ganze Zeit nur versteckt. Der weiß, wo du bist, glaube ich. Meinst du? Ich weiß es nicht. Das Geräusch entfernt sich wieder. Ja, ich sehe es an deinem Herzen. Ich habe den Taubstummmodus aktiv. Oh, er hat gesehen, ran! Und hängen dir dann die Ingeborg ab. Was war das denn von? Oh! Scheiße, Mann! Elotrans ist eigentlich ein Mittel bei Durchfall. Ja, aber ich habe schon genug Zeug genommen, das stopft. Wenn ich jetzt noch mehr nehme, dann war ich zu maskant. Wird aber immer zweckentfremdet. Ja. So ein Kissen wäre auch gut, so ein Arschkissen. Ja, gibt's aber auf Amazon und die ganzen anderen Dinger schon genug Kissen, die so sind. Zeigt er dich im Keller, kein Bock mehr. Ich muss die Maus aus dem Bild nehmen. Gute Nacht. Was für ein Assi. Ja, erste Runde war, toll. So wenig Punkte, Alter. Ja, tolles, tolles Erlebnis. Hatten Sie Spaß? Komm, fuck ja, lol. Hattest du Spaß? Nein.
Weil ich will gucken, kann man das Profil anschauen? Profil ansehen. Und Polen. Der Killer kommt aus Polen und spielt eigentlich sehr gerne Ghosty. Und ist eigentlich ein fairer Killer, steht auf seinem Steam-Profil mit den Bewertungen. Na, Sorry. das ist immer so relativ fairer Killer, finde ich. Nee, ist schon cool. Also, er war, also wir hatten halt noch zwei Pfeifen dabei, die halt gar nichts gemacht haben, aber das Matchmaking ist ja da in dem Spiel Katastrophe. Also, du kriegst nie die Mates rein, die was können. Also, die auf deinem Level sind, sagen wir es mal so.